Alles klar, Mama. Mutter. Mutter. Jo, wir machen eine Hauptmission. Yeah. Claudia, what's up? Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Flucht aus der Schuldenfalle. Senator Egidio. Egidio? Egidio? Irgendwie so ähnlich. Troche auf dem Kapitol besuchen, um den Aufenthalt Ort des Bankiers herauszufinden, weil die Folgen des Senators nicht entdeckt werden. So. So, okay, dann besuchen wir unseren Politikerfreund mal. Ja. Siehst du mal, Politiker haben auch Schulden. Oh. Fuck. Aus dem Weg da. Ja, ja, komm her. Komm her. Lass es mal fallen. Braucht kein Mensch. Mir auch leid, wollte ich eigentlich gar nicht, nur das stand halt im Weg und hätte mich so oder so entdeckt. Also musste ich den töten, er stand mir sozusagen im Weg. Also es war ein Zweck zum Mittel. So ein bisschen. Jo, hab ich. Denn ich war ja auch in einer Privatschule und deswegen so, da lernt man so solche Sachen. Ganz, ganz, ganz cool, ganz cool, ganz, ganz cooler Scheiß. So, wo ist dieser Senator? Irgendwo hier. Egidio Troch. Troch. Trocher. Habt ihr gehört, dass Egidio sogar das Sühnegeld abschaffen will? Bitte. Jeder Bürger, der sich vom Gesetz belästigt fühlt, sollte sich von einer Verfolgung freikaufen können. Das ist unsere Pflicht. Denn Jesu Christo sagt, gesegnet sind die Gnädigen. Das, ist natürlich... Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Oh. Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Troche. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier.
Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Gut, hier lang. Aber ihr werdet mich besitzen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Das könnte ein Problem werden. Heilung, Gesundheit! Jemand möchte euch tot sehen. Lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romanze. Eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch einer der Briefe wurde abgefahren. Bronzo, was glaubst du, was du da tust? Der Senat hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es... Und geruht. Na egal, scheiß drauf. Etwas in der Art. Ich tue dich hier an. Ja. Du hast deine Pflicht getan. Lass mich doch. Ich tue doch keinem etwas. Die Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden, wie unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, dass ich das bedeuten soll, dass ich hinterlassen werde? Wir haben es geschafft. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Kommt hier. Danke, dass du nicht klettern kannst. Und du musst... Egal. Wir erinnern alle Dampfahrer daran, des Nachts die Brücken und Tavernen nahe den Rio Arifa und... Ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach tun, was euch beliebt. Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Ich bin auch Fachmann für Verteilung von Kriminellen nicht mehr einschreiten, sobald diese festgeschnallt wurden. Unser Scharfrichter wurde zuletzt durch die überstürzte Entbindung von... Für die Damen ist es scharf. Anschließend. Komm mit, Egidio. Einem großen Bankett in seiner Villa ein.
Hier lang. Verdammte Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider habe ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Ja, man kann jetzt direkt die Missionen machen. Bin am Überlegen, ob ich es machen soll. Genügend Geld habe ich ja locker. Ich werde wahrscheinlich hundertprozentig öfters mal verkacken. Das steht fest und ich mache es aber jetzt einfach trotzdem. Wir müssen noch ein bisschen vorankommen. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Dem Geld folgen. Dem Senator folgen, der seine Rückzahlung zum Bankier bringt. Während der Folgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Der Bischof bittet Wallfahrer, die Gegend auf absehbare Zeit zu meiden. 20 Florin, ist klar. Okay, los geht's. Ich werde sowas von verkacken, aber egal. Egidio, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und? Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagtet ihr? Nichts. Ganz ruhig. Nein. Nein. Gott, wie schlecht ich bin. Oh Gott, wie schlecht ich bin. Ich habe immer noch die Steuer von AC Assassin's Creed 4 drin. Oh mein Gott, wie schlecht ich bin. Oh mein Gott. Ja, so schlecht kann nur ich sein. Irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Ganz kurz, kleine Pause. Hat geklingelt an der Tür. Kurz die Aufnahme beenden. Bis gleich, ciao.